Die gesammelten PET-Flaschen werden in ein Sortierzentrum gebracht. Nur 10% davon als lose Ware, 90% in Ballen gepresst. Die PET-Ballen werden geöffnet und die einzelnen Flaschen kommen auf ein Förderband. Mit einem Magnet wird Metall aussortiert. Die nichtmagnetischen Metalle, wie zum Beispiel Aludosen, werden ganz zum Schluss ausgeblasen. Im Ballistiksichter fallen kleine Teile durch das Gitter. Flächige Teile, zum Beispiel Folien, schieben sich langsam nach oben. Die Flaschen rollen nach unten und fahren weiter zur elektronischen Sortierung. Bei der maschinellen Sortierung werden Material und Farbe einer Flasche erkannt. Je nach Art wird die Flasche mit einem Luftstoß in die entsprechende Sortierung geblasen. Dies passiert mehrmals, bis man die Flaschen in transparent, hellblau, grün und bunt getrennt hat. Da aus den alten PET-Flaschen wieder Getränkeflaschen entstehen, muss die Reinheit der sortierten Flaschen über 99,9% betragen. Nur so entsprechen sie den strengen Vorschriften des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit. Mit der maschinellen Sortierung lassen sich nicht restlos alle Fremdstoffe aussortieren. Deshalb werden die PET-Getränkeflaschen auch noch von Hand sortiert. Das ist aufwendig und zeigt, wie wichtig es ist, nur PET-Getränkeflaschen in der PET-Sammlung zu entsorgen. Die sortierten PET-Flaschen werden nun zu Ballen gepresst und werden dann in der Verwertungsanlage zu Recycling-PET weiterverarbeitet.